Moin. Unterwegs zum Flughafen. Die Frau vom Heinz kommt. Heinz ist auch ein österreichischer Auswanderer. Und er hatte mich gefragt, ob wir seine Frau zusammen abholen können. Ich sage, natürlich, kein Thema. Er kommt gleich und ich gönne mir erstmal eine wirklich richtig geile Pizza. Leute, die ist top. Hätte ich nicht gedacht. Wirklich spitze. Das ist immer dabei, aber da hinten gibt es auch noch Salz. Richtig geiles Salz, Leute. Guck mal. Himalaya Tuss. Normal, mal eine Cola. Und das Ganze bei, ja, so nicht, so sieht man natürlich besoffen aus, bei so einem Ausblick. Ich liebe es, wirklich. Ich bin, wie man wahrscheinlich hört, im Café. Haben wir irgendwo Werbung? Boah, es blendet sich hier gar nichts. Ja, aber so sieht das hier aus auf der Barbaros-Chartesi. Ich glaube, das müsste schon Kagijak sein. Kachigak. Ja, Wetter ist heute wieder traumhaft. Keine Wolke am Himmel, wir haben 25 Grad ungefähr. Und alles ist schön. So Leute, aktuell bin ich auf dem Flughafen in Antalya. Wie gesagt, von dem Heinz, wir holen seine Freundin ab. Und hier ist aktuell Katastrophe. Ihr seht, die stehen hier in Zweierreihen, um Leute abzuholen oder wegzubringen. Der Parkplatz da hinten ist gerammelt voll. Hier ist alles gerammelt voll. Die Polizei kam eben gerade auch schon rum. Ich stehe hier auch mitten im Parkverbot. Ja, weil hier nirgendwo Platz ist, Leute. Ich habe gedacht, der Sommer war schon hart, aber jetzt wird es ja mal langsam richtig, richtig hart. Ja, ich bin froh, wenn der Heinz gleich seine Freundin gefunden hat, dass ich die beiden da vorne vom Eingang abholen kann. Ihr seht da hinten, wo die Lampen dann, ich kann jetzt nicht zoomen, ich habe jetzt die andere Funktion an. In Hoffnung, dass er mich gleich anschreibt. Und hier, das geht jetzt so wie im Taubenschlag, wie im Wespennest. Die fahren hier alle im Kreis, weil keiner irgendwie Parkplatz findet und jeder möchte irgendwie jemanden abholen und Wahnsinn, Wahnsinn. Also Türkei wird nach wie vor gut besucht und auch wieder gut abgereist. Tamam. Ja. Wird mal wieder ein stressiger Abend. Allein schon die andere Anfahrt hier, Leute. Ich sag mal so 20, 25 Kilometer vor Antalya. Ich habe bestimmt eine Stunde gebraucht. Ein Crash nach dem anderen. Überall Polizei, dann parken die hier überall. Kraut und quietscht. Ja. Dann wollen wir hoffen, dass alles gut geht jetzt. Tja, Leute. Irgendwie haut heute gar nichts hin. Wir suchen die Freundin vom Heinz. Die ist irgendwie nicht da. Keine Ahnung, wo die ist. Problem ist, dass wir. Dass er sein Handy wohl verloren hat, vergessen hat, im Blue Café, wo wir vorhin essen waren. Und wir sie jetzt auch nicht anrufen können, weil er keine Telefonnummer hat. Ja, jetzt stehen wir hier und was ich noch nie gesehen habe, ist, dass die Polizei hier den Verkehr regelt. Also der Flughafen ist, wie gesagt, popsackvoll. Das habe ich hier wirklich da vorne, seht das Blinken links. Ich will da nicht so direkt drauf halten, weil die haben mich eben gerade auch schon kontrolliert hier mit dem Auto, was ich da mache. Und dann hat er mich irgendwas auf Türkisch gefragt die ganze Zeit und ich sage, ich weiß nichts, dann habe ich mal Ika mit gezeigt, da guckt er nur und sagt, dann gute Weiterfahrt, tschüss. Ja, das ist ja wirklich nur für ganz kurz zum Leute abholen und wegbringen. Ihr hört es hier überall hupen im Hintergrund, Leute. Das ist ja echt Katastrophe. Ich habe schon vieles erlebt, aber das heute sprengt alles. Walla, Leute, wirklich. Also hier ist wirklich der Teufel los heute. Hier ist Katastrophe, wirklich. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Vor allem auch überall Polizei und... Wahnsinn. Tamam. Ich habe mich jetzt hinten auf einen bezahlten Parkplatz gestellt. Ja, Türkei wird immer noch gut angenommen. Das ist ja das Schöne. Ja, dass hier die Leute weiterhin Urlaub machen.
Das Schlimme ist halt nur, wie gesagt, man hat keine Tickets oder keine Nummer oder kein gar nichts und man kann nicht anrufen. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ja, was soll ich sagen? Ich springe eben gerade raus aus meinem Bett, gehe duschen, ziehe mich an, fahre los, warte auf meine Bekannte draußen, ich gucke, ich denke, Fenster zu, geht nicht ans Telefon, Mensch, was ist denn los? Mach mir schon so meine Gedanken, bin da am Anrufen, Klingelsturm, nichts passiert. Ich denke, oh, oh, hoffentlich ist da nichts passiert. Ja, wann geht's dann doch mal ans Telefon und so, ja, was ist denn los? Ich sag, Alter, wir haben 10 Uhr einen Termin oder 10.30 Uhr wollten wir uns treffen. Heute ist Samstag und nicht Sonntag. Okay, ich hab aufs Handy geguckt, ja, scheiße, du hast recht. Du hast recht. Ja, Leute, nachdem ich gestern am Flughafen war, hat mir noch so ein bisschen den Rest gegeben. Aber alles gut. Alles gut, mein lieber Heinz. Wir hatten gestern wirklich das Problem, dass der Flughafen in Antalya propsack voll war. Aber richtig voll. Da hat die Polizei sogar schon die Parkplätze geregelt. Die Parkplatzsituation vorne bei meinem Abflug. Das war einfach auch für die ganzen Securities nicht mehr zu bewältigen. So einen Andrang habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und egal, ob nun bei der Ankunft oder beim Abflug, Leute. Und ja, dann hatten wir eben noch das Problem, ein kleines Problem, auch ein kleines Kommunikationsproblem mal wieder, dass die Freundin von dem Guten eigentlich um 17.30 Uhr, anfangs erst um 18.30 Uhr landen sollte, dann aber schon um 17.30 Uhr. Okay, dann sind wir hier um 15 Uhr ungefähr los. Ja, kommen um, keine Ahnung, 18 Uhr am Flughafen an, weil es war absolut katastrophal voll, schon alleine die Zubringer. Freitags ist da immer die Hölle. Oder mittlerweile die Hölle. Ja, dann kommen wir am Flughafen an, Frau nicht da. Dann sage ich, ruf doch mal an. Also ich wollte den Heinz anrufen, weil er dann auch einfach nicht mehr da war, er war weg. Ja, Problem war, er hat sein Handy verloren. Also an alle, die irgendwo hier in Mammutla unterwegs sind und ein Handy am Blue Café finden. Ich habe auch schon drauf geschrieben, dass sie das Handy heute bitte dort abgeben sollen. Da ja eh alles kameraüberwacht ist. Ich hoffe, dass derjenige so fair ist und das Handy da wieder zurückbringt. Es ist nämlich noch an, also kann er damit praktisch sowieso nichts anfangen. Ja, also bitte das Handy wieder zurückbringen. Ich weiß, meine Reichweite ist jetzt nicht gerade die größte, aber vielleicht kennt der ein oder anderen ja jemanden, der am Blue Café hinten in Mammutla bei diesem komischen Wave Hotel, keine Ahnung, wie das heißt, da ein Handy gefunden hat, ein Samsung, dann sollte er es doch bitte da wieder abgeben. Tamam. Okay. Ja, nachdem wir dann, wie gesagt, die ganze Landebahn, hätte ich beinahe, oder den ganzen Wartebereich da abgeklappert haben, ist dann der Heinz zum Glück auf die Idee gekommen, mal nachzufragen. Wir suchen eine Frau. Wo könnte die sein? Kann man hier irgendwo jemanden ausrufen lassen? Von wo kommt sie denn? Haben Sie eine Telefonnummer? Also er war auch total hilfsbereit. Das sind immer dann die Leute, die hinter diesen Zahlen stehen, wenn ihr beim Flughafen reinkommt. Also wenn ihr landet und dann rauskommt aus dem Ausgang, dann müsst ihr euch ja bei diesen ITS-Schalter, was weiß ich, und TUI und wie sie alle heißen, melden. Und da haben wir dann jemanden gefragt. Und da sagte dann, von wo kommt denn die gute Frau? Und dann sagt er dann, ja, die Land kommt aus Moskau. Tamam, da müsst ihr zum Terminal 2. Das erste Mal, dass ich jemanden beim Terminal 2 hatte. Super, da stand dann auch die arme Frau schon total aufgelöst und war am Verzweifeln, ja, weil wie gesagt, der Heinz hatte sein Telefon nicht dabei. Ich hatte, ja, natürlich meine Nummer auch nicht weiter parat für die Frau, das ist klar. Und die hat mir so leid getan, wirklich. Die stand dann da den Tränen nah, als sie uns dann endlich gesehen hat, nach knapp 3 Stunden, die sie da schon verbracht hatte. Also auch das ist mal wieder eine Story. Ja, also wie gesagt, das Türkei ist wirklich, das Türkei, Lanati, ich brauche, das komme ich übrigens gleich auch noch drauf. Die Türkei ist übrigens ein Land wirklich der Lösungen und nicht der Probleme. Muss ich mal wieder eiskalt feststellen, ganz glasklar differenzieren auch. Dass man hier keine Probleme macht, sondern dass hier Lösungen gesucht werden.
Egal von wo, ob von der Polizei oder sonst was. Das finde ich echt ganz große Klasse. So, und jetzt zum Thema. Ich schalte einfach mal eine Woche ab. Leute, das brauche ich jetzt, ansonsten bin ich wieder da, wo ich letztes Jahr im Dezember war. Ich merke das schon wieder. Also, es werden jetzt keine Schränke mehr bestellt. Es wird kein dies gekauft oder das. Für den einen oder anderen, wo ich noch zugesagt habe, etwas zu tun, mache ich das die Woche. Alle anderen, nein. Weder treffen, weder essen gehen, noch sonst was. Ich nehme jetzt eine komplette Woche Auszeit, bin für niemanden erreichbar. Wirklich. Ich habe fertig. Das werde ich jetzt ganz offen und ehrlich kommunizieren, weil einige denken immer, ach, der hat eh keinen Bock mehr oder sonst was. Nein, ich kann nicht mehr. Ich brauche jetzt wirklich eine Auszeit, Leute. Und die eine Woche nehme ich mir. Ich bin auch überlegen, ob ich mich vielleicht eventuell in ein Hotel einbuche für ein paar Tage und einfach nur bedienen lasse. Ja. Also seid mir nicht böse, wenn ich jetzt eine Woche lang vielleicht mal nicht so das Video hochlade oder vielleicht schon so, wie es mir geht und hin und her, aber dass ich jetzt wirklich eine Woche für niemanden und dass ich jetzt wirklich eine Woche lang für niemanden erstmal erreichbar sein werde, ab Montag. Heute Morgen habe ich noch meine Verpflichtung und ab Montag schalte ich dann aus. Eine Woche. Komplett. Tamam. Wie gesagt, für diejenigen, die ich, wo ich meine Hilfe zugesagt habe, das bleibt bestehen. Alle anderen stellen sich jetzt hinten an. Tamam. Okay, Leute. Bis später.